Peter Klär ist 51 Jahre alt, feiert aber seit 10 Jahren zweimal im Jahr Geburtstag. Denn Peter Klär war schwer krank, und zwar nierenkrank, kämpfte um sein Leben. Dann vor 10 Jahren wird ihm eine gesunde Niere gespendet und damit ein neues Leben geschenkt. Und das von seiner Frau, die für diesen Eingriff ihr eigenes Leben riskiert hat. Gemeinsame Reisen, Erinnerungen sammeln. Peter und Vera Klär zieht es jedes Jahr in die Sonne. Lange war das für sie kaum vorstellbar. Peter Klär war schwer nierenkrank, von der Dialyse abhängig, Frührentner schon mit 38. Vor 10 Jahren spendet seine Frau ihm eine Niere, der Beginn eines anderen, eines neuen Lebens. Ich weiß nicht, ob ich 10 Jahre Dialyse noch geschafft hätte. Also ich habe ihr quasi mein Leben zu verdanken. Und das ist eine Sache, die man nie vergisst, die uns auch zusammenschweißt, klar. Also wir leben halt viel intensiver als vorher und nutzen halt andere Gelegenheiten oder jede Gelegenheit, einfach alles zusammen zu machen, wie es nur geht. Westpfalz Klinikum Kaiserslautern vor 10 Jahren, 6. Dezember 2005, der Tag der Operation. Es ist schon ein bedrückendes Gefühl, Angst, große Angst. Klar, aber man weiß auf der anderen Seite, dass man hier in besten Händen ist. Am meisten habe ich halt Angst um meine Frau, dass da alles gut geht, dass sie alles gut übersteht und nicht so viele Schmerzen hat. Vera Klär liegt zuerst auf dem OP-Tisch. Mehrere Stunden dauert die Operation. Ein Stockwerk tiefer wartet schon ihr Mann. Die Transplantation verläuft gut, keine Komplikationen. Die Ärzte sind zufrieden. Glatt, ohne Probleme. Gute anatomische Verhältnisse, schöne Niere. Ich glaube, es wird ihm gut helfen. Doch ein paar Tage später treten Probleme auf. Peter Klär bekommt eine Lungenentzündung. Sein Immunsystem wird runtergefahren, damit der Körper das neue Organ nicht abstößt. Dadurch habe ich mir sehr viele Krankheiten eingefallen, viele, viele Keime. Vor 10 Jahren hat man kaum noch Hoffnung gehabt, dass das überhaupt noch was wird. Und es war eine lange Zeit, über 8 Monate dauerte, bis man sagen konnte, es ist jetzt ist es einigermaßen okay. Von den Nebenwirkungen eines Medikaments hat Peter Klär Diabetes bekommen. Jeden Tag muss er mehr als 20 Tabletten einnehmen. Er ist schnell müde, körperliche Anstrengung fällt ihm schwer. Aber die Niere seiner Frau hält. Die beiden sind achtsam geworden. Jeder Gang zum Arzt, zur Kontrolle, der ist dann wie ein Spießrutenlauf. Ich bin dann immer ganz, ganz nervös, bis die Ergebnisse dann kommen. Ich habe mehr Angst um ihn. Obwohl es ihm jetzt gut geht. Ja, halt eben der Gedanke ist halt eben auch da, diese Niere hält nicht ewig. Vera Klär hat die Operation damals gut verkraftet und auch heute geht es ihr gut, mit einer Niere. Es geht ja jetzt nicht mehr, aber ich würde es nochmal machen. Das ist, gut, es ist dann nicht gesagt, dass das alles für mich wieder so gut läuft. Manchmal denke ich, du musst aufpassen, du hast nur eine Niere. Denk da dran. Alle 3 Wochen muss Peter Klär zur Kontrolle. Je länger er mit der Niere seiner Frau lebt, umso größer ist die Möglichkeit, dass das Organ versagt. Dr. Marx war schon damals, vor der Transplantation, sein Arzt. Er kennt Peter Klärs Krankengeschichte genau, ist zuversichtlich. Bei Herrn Klär ist ja die Transplantatfunktion seit vielen, vielen Jahren stabil, obwohl die erste Phase nach der Transplantation eine relativ schwierige war, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Niere noch viele, viele Jahre halten wird. Die Transplantation, die Probleme danach, die letzten Jahre, das alles hat Vera und Peter Klär geprägt. Den Alltag leben sie sehr bewusst. Wir haben nicht viel, aber wir haben uns und das ist das Größte. Und wir genießen es so weit es uns möglich ist. Das ist halt das Schöne im Leben. Das Schöne im Leben. Für die Klärs sind das auch viele gemeinsame Momente. Und die nächste Reise. Bald fliegen die beiden nach Thailand. In die Sonne.